Moin, Eugen hier. Heute machen wir Sushi mal ganz anders. Als erstes brauchen wir Milchreis. Milchreis? Denn Milchreis ist Rundreis. Und Rundreis ist Sushi-Reis. Da ich gerade keinen Großdieb zur Hand habe, nehmen wir einfach 2 Teesiebe. Und das wird ungefähr unsere Portion sein, dass wir 2 Teesiebe kochen. Und diesen werden wir erstmal kräftig durchspülen, damit wir den Reis von Stärken befreien. Und dabei immer ein kaltes Wasser verwenden. Sobald unser Reis nicht mehr das Wasser trübt, sollte er weitgehend von der Stärke befreit sein. Und dann können wir den für ungefähr 20 Minuten quellen lassen im Wasser. Ich habe ja gesagt, wir machen heute etwas andere Sushi. Und diesmal machen wir Borscht-Style-Sushi. Also nehmen wir einfach alles das, was ich im Grunde auch für einen guten Borscht meiner Rezeptur nach verwenden würde. Und wir fangen mit Gut an. Dazu erhitzen wir etwas Kräuterbutter. Gefolgt von unseren Puttenstückchen. Diese werden gut durchgebraten. Und weiter geht's. Unser Reis hat sich mittlerweile mit Wasser vollgesogen und das Wasser ist weitgehend klar, was ein gutes Zeichen ist. Jetzt überführen wir den Reis in einen Kochtopf. Und füllen es mit einer entsprechenden Menge Wasser auf. Das Verhältnis sollte ungefähr 1:1 sein. Bei geschlossenem Deckel bringen wir den zum Kochen. Nun brauchen wir eine Kartoffel und rote Beete. Beides wird geschält und gerieben. Sobald der Reis anfängt zu kochen, stellen wir ihn auf die niedrigste Stufe und lassen ihn ungefähr 10 bis 12 Minuten köcheln. Nun etwas Öl in die Pfanne und unsere rote Beete-Kartoffelmischung. Einmal kurz salzen. Unseren Reis können wir mittlerweile runternehmen. Sobald unsere Mischung gut durch ist, können wir die auch runternehmen. Als nächstes brauchen wir ein paar Möhrchen, samt grün. Auch diese werden geschält und gerieben. Das Ganze kommt in die Pfanne. Gefolgt von Knoblauch. Etwas Öl drüber. Und natürlich salzen. Zwischendurch können wir auch den Reis jetzt auf den Teller packen und lassen ihn abkühlen. Zurück zu den Karotten. Und jetzt kommen wir zum Karottengrün. Das wird gewaschen, geschleudert und klein gehackt. Auch hier in die Pfanne etwas Öl. Und unser Karottengrün hinterher. Salzen nicht vergessen. Und etwas getrockneten Dill drüber. Crazy Town! Und auch das kann auf einen Teller. Jetzt kommen wir zum Fancy Part. Da wir nicht so ein Sushi-Rollbrett haben, nehmen wir einfach ein Küchentuch in eine Frischhaltefolie. Und da kommt schon das erste Blatt drauf. Wir verteilen etwas Reis. Nun legen wir unsere Puttenstreifen drauf. Und unsere rote Beete-Kartoffeln on top. Und das versuchen wir jetzt mal zu rollen. Das Ende feuchten wir etwas an. Und fügen alles zusammen. Und fertig ist unsere erste Rolle. Weiter geht's mit der nächsten Rolle. Fangen wir an wieder mit Reis. Auch hier wieder unsere Puttenstreifen.
gefolgt von unseren Karotten. Und das Ganze wird natürlich gerollt. Auch hier das Ende ein bisschen anfeuchten. Und die zweite Rolle rauf auf unseren Teller. Beim dritten selben Spielchen nochmal Reisbute, diesmal aber Karottengrün oben drüber. Und rollen. Die letzte Rolle machen wir mal ohne Pute. Und auch hier, let's a good times roll. Tada! Und jetzt das große Finale. Wir müssen das irgendwie geschnitten bekommen. Und fertig sind unsere Borscht-Style-Sushis. Natürlich brauchen wir zum Schluss noch Sojasauce und Wasabi. Etwas Wasabi drauf. Und ab in die Sojasauce. Auch gut. Ich muss sagen, sau leckerer Milchreis.